Hi Leute, es geht an den Kanal. Guten Abend, meine Zuschauerinnen und Zuschauer. Nee, du bist doch gar nicht gemeint. Verschwinde. Es geht an den tollen Elkner Kanal. Der wurde 1920 oder 20 geplant. Und 1933 war Baubeginn. Und da haben sie auch schon die Brücken und alles so gebaut. Hier an einem kleinen Weiher habe ich übernachtet und jetzt lassen wir das Auto hier stehen und laufen zum Hafen. Ist ungefähr 1,5 Kilometer. Wir sind hier am südlichen Rand von Leipzig. Anfang ging hier noch ein Weg durch die Wiese. Aber das war blöd, wahrscheinlich nur vom Bauern. Aber hier hinten um den kleinen Teich gibt es bestimmt einen kleinen Weg. Glücklicherweise ist das nicht mehr auf dem Hintergrund. Ich bin da einfach hinter der Wiese weitergelaufen, ging aber keinen Weg weiter, nur Tierpfade. Da komme ich hier in der Wildnis raus. Was für Stürmelemente findet man hier? Und da oben ist die Straße. Ja, ich bin eigentlich da vorne auf die Wiese gegangen, weil dass hier eine Fahrspur war, wo öfters mal einer mit dem Trecker lang fährt oder so. Dachte, es geht durch. Kam hier in dem Wäldchen raus. Jetzt dachte ich, ich schlage mich durch. Auf der anderen Seite kommst du bestimmt irgendwo raus. Aber nee, da hat es mich reingerissen. Ringsrum Zäune. Und zwar so eine blöden Maschendrahtzäune, wo man nicht drüber klettern kann. Beim ersten Anlauf bin ich nie weit gekommen. Weil ich jetzt so weit zurück musste, dass ich gerade wieder beim Auto bin, habe ich gesagt, ich gucke jetzt mal, dass ich hier noch mal kurz in den See springe und dann fahre ich mit dem Auto vor. Nach dieser Strapaze im See noch mal kurz gewaschen. Jetzt habe ich mir ein paar trockene Schuhe angezogen und ein paar neue Socken. Und jetzt fahre ich aber mit dem Auto gleich ein Stück in die Richtung und laufe dann einen halben Kilometer weniger.
Weil da drüben ist irgendwo ein Bäcker, habe ich gerade entdeckt. Da gibt es erstmal ein Stück Kuchen als Frühstück. Habe ja vorhin eine Banane gehabt, weil ich nicht mit hatte. Da hinter mir ist eine Kleingartenanlage. Da wollte ich gerade eine Dose suchen. Aber da rannten massenweise Leute rum, die gerade in ihre Gärten wollen. Das war mir dann doch nichts. Jetzt bin ich hier in den schönen Wäldchen. Hier ist der Pech-Wäldchen Schlockstoff. Schlockstoff, eine Substanz, welche dazu dient, bestimmte Wesen anzulocken, zum Beispiel bei Tieren, den Partner zur Paarung herbeizulocken oder bei Geocachern die Cacher zum Locken anzulocken. Und jetzt sind wir auf reinsten Hochsächsisch. Es täuscht, dass man vor das Anlocken verschiedener Wesen braucht. Zum Beispiel die Tiere vom Partner zur Paarung, um ihn herbeizulocken. Oder beim Geocachen, um die Cacher zum Locken anzulocken. Torin Geber, guck an. Kommen die sogar aus den Tannen eigentlich wieder her? Schnitzelbüchse. Nee, jetzt hab ich noch nie gesehen. So. Lockstoff ist dabei. Deckscher Lockstoff. Und Nadel. So. Muss ich jetzt wohl doch nähen. Ich dachte, hier gibt es noch eine Nadel. Okay, das Nadel übersehe ich sogar. Könnte was werden. Ah, ich hab's geschafft. Ich habe ein Glück, dass ich mit Tommy.dd noch relativ kurzen Wortnamen habe. Das ist nicht besonders schön, aber Tommy.dd könnte man ein bisschen Fantasie lesen.
wäre mal eine tolle Idee. So, das ist der Hafen hier. Wikipedia schreibt dazu, der Lindenauer Hafen in Leipzig gehört zum Projekt Elbe-Saale-Kanal. Darüber erzähle ich nicht mehr. Ne? Er wurde 2015 mit dem Karl-Heine-Kanal, der eine Anbindung an die Weiße Elster hat, gegründet. Entgegen seinem Namen liegt der Hafen nicht im Stadtteil Lindenau, sondern zwischen den Stadtteilen Neulindenau, Grünau Ost und Schönau. Baubeginn war im März 1938. Im Frühjahr 1943 wurden die Arbeiten eingestellt. Hier versteckt sich irgendwo einer. Der Cache nennt sich, ich mag es, wenn mich keiner sieht. Ja, der Hafen in Leipzig war ein Projekt von dem Saale-Elster-Kanal, der halt hier nach Leipzig noch gehen sollte und damit Leipzig an die Wasserstraßen angebunden werden sollte. Das wurde 1920, glaube ich, geplant. Und 1933 war Baubeginn. Die haben es dann 43 war es, glaube ich, den Bau wieder abgebrochen. Und wurde dann nie wieder weitergebaut. Die Häuser am Hafen, die wurden zu DDR-Zeiten noch als Lagergebäude genutzt und so. Die sind aber seitdem am Verfallen. Und den Kanal haben die auch nicht auf die ganze Länge ausgegraben,
sondern haben dann irgendwann aufgehört. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, wo die aufgehört haben. Aber wie bei so großen Bauprojekten wurde woanders schon eine Brücke gebaut und eine Schleuse ist auch schon gebaut worden. Die steht auch so irgendwo im Feld rum. Und die wollten wir uns jetzt noch angucken, die Brücke und dann die Schleuse. War ja übrigens nicht der südliche, wie ich vorhin gesagt habe, nicht der südliche Rand von Leipzig, sondern es war so mehr östlich. Ja, war gerade hier im Netto gewesen, weil ich dachte, ich kann zwei leere Selters und zwei Bierflaschen loswerden. Aber beides haben sie nie angenommen. Bierflaschen, na gut, Bügelflaschen werden halt nie überall genommen. Aber dass die normalen Seltersflaschen nie annehmen, das war jetzt ein bisschen komisch. Aber na, ja, jetzt warten wir erstmal auf den Zug. In Kleinwölferode hat ein Schrankenwärter die Schranken etwas zu spät geschlossen. Dadurch hat ein Autofahrer etwas Zug abbekommen. Und damit uns das nicht auch passiert, warten wir hier mal. Hier in der Senke sollte wahrscheinlich der Kanal lang gehen. Ja, ich stehe hier mitten im Kanal. War alles soweit fertig, nur die Brücke fehlte noch. Selbst die Straße ist genau auf die Brücke ausgerichtet. Wahrscheinlich wurde sie damals extra verlegt, um die Brücke hierher zu bauen. Weil wenn man von hier kommt, kommt man genau auf die Brücke. We'll be right back.
Hier gibt es Wohncash zum ehemaligen Bad. Da kommt man hier in den Wald. Und da ist er. Im Hintergrund hängt mein Handy. Am 22.05. zuletzt noch. So lange her. Technisch packt die Badehose ein. Ja, hier gerade früher das Freibad Wüstenneutsch. In dieser Serie wollen wir allen Geocacherinnen aus nah und fern ein kleines Stück unserer eigenen Kindheit und Jugend erzählen und gleichzeitig ein wenig gegen das allgemeine Vergessen antreten. Vom ehemaligen Freibad Wüstenneutsch in dem unmittelbar daneben gelegenen FKK-Tümpel, das Eis, ist heute leider nicht mehr viel übrig. In den 1970er bis 1980er Jahren der damaligen DDR hingegen war dies hier ein beliebter Naherholungsort. Die seinerzeit benutzten und heute stark verlandeten Gewässer sollten Teil des Elster-Saale-Kanals werden. Dieser endet nicht weit von Wüstenneutsch bei N0, Koordinaten hier angegeben. Außerdem steht nicht umsonst in unmittelbarer Nähe des ehemaligen Freibads die Schleusenruine. Hier seid ihr nun am Parkplatz angekommen. Davon ist heute nicht mehr viel übrig, lediglich eine kleine am Eingang und eine größere Rasenfläche. Zeugen noch davon, dass hier einmal Fahrräder, Mopeds und sogar das eine oder andere Auto standen. Auch ein kleiner Campingplatz war hier vorhanden und wurde rege genutzt. Solltet ihr bisher mit dem Auto gefahren sein, so warnen wir vor dem längst um Moos und Gras verborgenen Betonfleck. Auf den ehemaligen Parkplatz gelangt man sicher nur zu Fuß. Zum Cache. Besucht wird auch hier eine Mikrodose abseits des Vorwegs, das ist dieser hier, den ich gerade gefunden habe. Zum selben Thema, was zeigt es in der Konferenz, gibt es hier noch ein Video. Eine kleine Cache-Serie in Reminiszenz an zahlreiche Ausflüge in das Freibad Wüstenneutsch. Ein paar Fotos mache dabei von Freibad, aber das könnt ihr euch auf der Geocaching-Seite angucken. Also war das hier der Parkplatz und ein Watercache versteckt. Angler ohne Ende hier. Das muss ich schon unbedingt haben. Ich lasse mich nicht gerne beobachten beim Suchen. Also suchen wir uns jetzt den Schlafplatz, wo wir übernachten. Und dann machen wir einen gemütlichen Abend. Also ca. 500 Meter hinter uns. Bis dahin haben sie gegraben hier. Und diese Betonmauer, das scheint nochmal eine Absperrung zu sein, damit man hier freipumpen konnte. Ja, hier ein kleiner Überblick über den Elbe-Elster-Kanal. Wir gehen zuerst in den Leipziger Hafen.
den sehen wir hier. Und folgen dem Kanal bis an die Stelle, bis hierhin wurde er gegraben. Den weiteren Verlauf sehen wir an dem Grünstreifen. Ich vermute, sie haben hier auch weiter gegraben und dadurch ist die Erde halt ein bisschen feuchter und es wächst viel Unkraut und kleine Bäume. Und hier sehen wir die Brücke. Und links die Saale. Ja, sang- und klanglos. Am Ende wurde er auf und wird durch ein Maisfeld ersetzt. Auf ein neues. Das heißt Blick auf die Agrargenossenschaft. Die ist hier hinter mir. Da liegt was zwischen den Büchern oder was. Ja klar, das ist er. Ja, da lag hier unten im Dreck. Müsste jetzt zu sehen sein auf dem Video. War Wasser drin in der Dose, das Logbuch, ein einzelner Zettel, war klatschnass. Ich habe es erstmal hier oben zum Trocknen gelegt. Muss ich dann jetzt drum kümmern, ich habe hier nichts mit. Ja, ich bleib gleich hier stehen über Nacht. Und werde dann gemütlich hinfahren morgen. Und jetzt hole ich mir hier noch einen Cache. Ah, hier unten muss der Cache irgendwo sein. Auf der Seite vom Bach. Also auf der Seite, wo ich jetzt bin. Komisch. Der Kanal ist ungefähr auf Höhe, wo der Schatten jetzt ist. Das Wasser. Jetzt ist auch nochmal unterkühlt. Mein Gott, bin ich blöd. Auf der anderen Seite vom Kanal ist der. Und ich renne auf der Seite hier hinter. Ja, hier. Vorne habe ich eine Brücke gesehen, dürfte nicht mehr so weit sein. Ha. Hier kommt nämlich genau der Bach raus, der auf der anderen Seite. Scheint doch unterkühlt zu sein, wenn man das so sieht. Interessant. Und hier an der Ostseite, in 77 Metern, sollte die Dose liegen.
Ja, hätte ich die Kamera nicht mehr stehen lassen, wäre ich mal rückzug über die Straße gelaufen. Ja, ich habe ja ganz gut geschlafen. Also es ging, die Zähne sind eigentlich immer wieder noch ein bisschen vor mir. Bin dann mal reingegangen, weil auch die Mücken langsam aggressiv wurden. Und im Auto hat mich eigentlich nicht gestört. Aber kann ich mich ja selbst nach hier irgendwie entschlafen. Jetzt dachte ich, ich fahre nochmal Übermachung mit der am Weg und dann geht's wieder hin. Flughafen Leipzig. Ja, ich bin hier in Machon. Man muss nur machen. Ja, hier im Schlosspark gibt es eine Pyramide. Vorhin gelesen in der Sehenswürdigkeit. Und da gehen wir mal hin. Ansonsten cashmäßig ist ja gar nichts los. Es gibt einen Multicache. Da muss man hier durch den Park spaddeln und irgendwelche Zahlen finden. Aber dazu habe ich schon die Zähne geschmissen. Deswegen noch ein bisschen kleine Runde an der Pyramide vorbei und gucken. Keiner hat einen Cash dazu gemacht, ist ja komisch. Oder die mysteriösen Kräfte der Pyramide lassen alle Cash verschwinden. Das sollten mal ein paar Verschwörungstheoretiker auschecken. Ja, nur aus den Augenwinkeln beim weit vorbeilaufen die Frau hier gesehen und dachte, da ist eine Frau, die hier die Pyramide fotografiert und gerade auf dem Handy rumtippt. Unseren Entschlafenen, also haben die hier ihre Leute beerdigt.
Ja, ich finde es vorhin zum Frau im roten Mantel. Im Vorbeigehen von Weiding, da ist der Arzt. Dieser Fotograf hier war ein bisschen schwierig. Und das kann ich auch nicht machen. Rapunzel lässt dein Haar herunter. Künstliche Ruine, die Ritterburg. Ja, das war zu der Zeit 1700, was stand hier, 1729 oder sowas. Was weiß ich, 1700 und wurden gerne mal so eine alten Burgen gebaut, die einfach bloß als Ruine optisch ein bisschen was hermachen sollen. Haben wir ja in Pillnitz auch. Künstlich geschaffene Ruine. Keine Burg bei uns, die sind eher eine Kirche oder sowas. Ja, schöne, gemütliche Parkanlage hier in Machern. Kann man sich auch mal länger angucken. Soll ich mal eine Runde durchrennen, wie ich es jetzt gemacht habe. Macht einen ganz schönen Eindruck. Vor allem durch die vielen interessanten nächtlichen Bauwerke. So, und jetzt geht's hier. Heute Abend gibt es Bratkartoffeln. Hab ich. So, bin gerade wieder von der Autobahn runter. Schöner Blick auf Dresden.